Servus, meine lieben Füchse, und willkommen zurück zu Rocket League zusammen mit der Steckdose. Wir spielen heute mal diesen neuen Modus, den es für begrenzte Zeit momentan gibt, namens Heatseeker. Und das heißt einfach nur, der Ball fliegt jedes Mal aufs Tor, wenn man ihn berührt, und er wird mit jeder Berührung schneller. Und ja, die nächste Folge seht ihr dann auf dem Kanal von der Steckdose. Natürlich in der Beschreibung. Genau, hallo, ich bin auch dabei. Ach, echt? Ach ja, und falls der Ball mal nicht aufs Tor kommen sollte und man die Rückwand berührt, dann geht er quasi wieder auf die andere Seite. Der Rocket League Pro ist wieder am Start. Ich treffe den Ball ja dafür gar nicht. Oh Gott, Scheiße. Dann gammelt er bei uns im Tor rum, der Wichser. Mir ist übrigens aufgefallen, warum in deiner Uno-Session alles so hart übersteuert. Und zwar? Also ich so hart übersteuere, weil Uplay jedes Mal, wenn ich irgendein Ubisoft-Spiel öffne, einfach mein Mikrofon Pegel auf 100 steht. Ah ja, das kenne ich. Ich bleib mal ein bisschen hinten im Tor. Okay. Oh Gottes Willen. Ja, es ist schon lustig. Und das Spiel ist halt... Oh, nice! Ja. Cooles Tor! Hast du gut gemacht. Ja, das und das Spiel ist übrigens halt entweder nach der Zeit... Ja, geil. Ist entweder nach der Zeit vorbei oder nach 7 Toren. Okay. Das kann auch schon mal relativ schnell gehen. Also echt ein sehr interessanter Spielmodus. Ja, ich finde eigentlich gar nicht. Aber denkst du, dass der dann wirklich nur für begrenzte Zeit verfügbar ist? Oder dass das dann so ist wie mit, keine Ahnung? Ich hoffe, die bringen den nochmal rein, weil ich finde den eigentlich ganz cool. Ich finde die Idee ganz nice. Dass das irgendwie so ist wie mit, was weiß ich, Dropkick oder was, wie das heißt? Dropshot. Dass das praktisch... Ja, ich finde das tatsächlich ganz geil, aber ich finde zu dritt ist ein bisschen besser, weil da kann man sich absprechen. Dann ist einer links, einer rechts und einer in der Mitte im Tor. Das ist eigentlich am praktischsten. Nice! Ja, easy, würde ich sagen. Aber ich finde die Idee irgendwie cool. Einmal Ball berühren? Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Runden auf der PS4 mal gespielt und in jeder Runde waren die Leute unfassbar salty. Also, das ist mir bis jetzt aufgefallen. Also, die Runden, die ich bisher hatte, waren unfassbar von Salt geprägt. Das fand ich, also noch mehr als normales Rocket League, fand ich schon auffällig. Noch mehr als normales Rocket League? Ist ja eigentlich kaum noch möglich. Ja, ne? Kann man fast schon League of Legends Niveau. Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gezockt. Ich auch nicht, aber ich hab Geschichten gehört. Es fuckt mich ab, dass der Einschub die ganze Zeit hier bei unserem Tor ist. Der geht nicht. Ja. Nein. Fuck, ich bin... Oh Gott. Zum Glück. Das ist so der Modus, da musst du schon ein bisschen fliegen können dafür. Es ist durchaus von Vorteil, ja. Oh, deine... Ja, wenn eine meint, uns im Tor rumfahren zu müssen, ne? Schon verdient. Das Spiel ist sonst bei mir ein bisschen leise, ich muss gleich mal lauter machen. Schöner Schuss. Oh nee! Scheiße. Ja. Und man hat übrigens unendlich Boost. Das habe ich schon festgestellt, tatsächlich. Oh Gott. Oh, diese eine Gegner geht mir so dermaßen auf den Sack. Komm. Ah. Oh. Nice. Ja, ich sag mal Water Safe, weil der Typ mich abfuckt. Erstmal ein Spielstand lauter machen. 75 sollte passen. Ich habe mir heute übrigens die, also angefangen, besser gesagt, die Rocket League-Folge auf deinem Kanal heute anzuschauen. Und ich muss sagen, am Anfang war es deprimierend, Alter. Ich fieber da wirklich richtig selber mit und ärgere mich, wenn ich irgendwie an irgendwelchen Bällen vorbeispringe. Aber ich muss sagen, zum Ende hin geht es ja doch bergauf. Ich habe aber noch nicht die letzten 3 Minuten gesehen. Ah, okay. Also Leute, die Rocket League-Folge von Korn kann ich wärmstens empfehlen. Ja, auch die ganzen wenn Folgen von Steckdose kann ich sehr empfehlen. Ja, danke schön. Bitte. Wenn ihr pure Verzweiflung sehen wollt. Dann schaut nicht uns. Wir können ja dann vielleicht auch noch 2 gegen 2 spielen. Ich habe mich inzwischen wirklich wieder... Ich habe mich ein bisschen verbessert. Das ist doch schon mal gut. Alter, wirklich. Geht mir der auf den Sack. Es bringt halt überhaupt nichts. Er wird die ganze Zeit nur rum. Ich weiß. Hier, nice. Der geht nicht. Oh, war knapp als gedacht. Oh, jetzt langsam wird es kritisch von der Geschwindigkeit her. Ich
finde die Flugbahn von dem Ball schon wirklich sehr interessant. Ja. Ja? Nice! Ja. Ja, war schon ein guter Schuss, war schon ein guter Schuss, möchte ich sagen. Ja, danke, danke. Ja, bitte, bitte. Ich hab schon wieder Paketverlusten, nice. Ja, cool. Mega sick. Das war auch ein krass hohen Ping von 32. Geht halt einfach mal gar nicht. Da kann man einfach nur Paketverlust haben bei so einem krassen Ping. Boah, Alter, die sind jetzt gerade so schnell an mir vorbeigeflitzt. Nein! Oh Gott. Alter, ich hab schon wieder die ganze Zeit jemanden... Ich hab schon wieder die ganze Zeit jemanden im Nacken, der mich zerstören will. Ja, die sind gerade alle nur auf Zerstören aus. Machen wir einfach noch das siebte Tor, dann passt es. Genau. Ah, der wird's nicht. Oh Gott! Alter! Wohohoho. Ja, war close. Ja. Ja. Uiuiui. Nice. Ich bin auch einfach am Schluss rumgefahren und hab alle. Ich hab's gesehen. Recrash. Ja, Kids, sagt er. Kids, Alter. Sagt er. Ich hab nur LOL. Ach, schade, er ist raus. Verdammt. Ich hätte schon Lust auf so ein bisschen Beef gehabt, muss ich sagen. Das, was die Beef, die es in TTT nicht gab. Das geht da ab. TTT gibt's noch nie Beef. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich würde sagen, mit Jagger Jam kann man auf jeden Fall weiterspielen. Das ist ein guter Teammate, finde ich, ja. Möchte ich vielleicht persönlich auch nicht so sehen. Oh, der Ball ist ja normal. Schade. Ja. 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 Nice. Den hab ich! Oh Gott, diese Flugkurve ist so widerlich manchmal. Unberechenbar. Ja. Ja, wobei sie ist eigentlich berechenbar. Ich weiß genau, wie sie kommen, trotzdem verkacke ich manchmal. Ich finde schon mal cool von denen, dass sie es nicht zerstören. Oder heißt eine iVirus? War schon gesehen. Corona. Wer weiß. Er ist Patient, ne? Ich wusste es. Alter, der hat sich da durchgezirkelt, dieser Ball. Oh, pfff. Ich dachte kurz, ihr fliegt beide vorbei. Ja, Jagger Jam. Nice. Nice. Ne, er geht nicht. Oh, sorry. Alter. Das war nicht ich, aber ist okay. Boah, Alter. Den hab ich. Easy. Ah, der Spielmodus, der macht schon Bock. Also ja, ist schon wirklich mal der was kommt anderes. Kommt genau zu mir. Ich finde es auch wirklich geil, dass die sich immer noch was Neues einfallen lassen. Ja, das finde ich auch cool. Easy. War genauso geplant. Ach fuck, ich habe gar nicht Calculator drin. Schade. Ich will. Oh nein. Meins. Fuck. Meins. Nee. Doch. Ach du Heilige. Hab ich. Nein. Stimmt. Wie war das mit dem hab ich?
Ja, wenn ich habe ich sag, dann habe ich den Ball auch immer ganz sicher und ja. Nice. Mein Problem ist, dass sie nicht fliegen kann. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter, ist dieser Ball jetzt schnell. Oh, oh Gott. Oh nein. Oh Gott, diese Kurve. Ich bin auch vorbeigefahren. Oh. Yes. Ist schon abgefahren. Heilige Makarede. Erst 3:0 nach der Hälfte der Zeit. Das war ein ganz schöner Ballwechsel. Das war cool. Ey, ich krieg dich irgendwann einfach. Ja, kommt, der kommt, der kommt! Nice one. Danke. Ding! Oh, ah, schade. Dran. Der geht nicht. Hm. Oh fuck. Ah, okay. Der geht wohl doch. Scheiße. Hast du. Na. Ah, Madik. Oh, je. Nee, der geht nicht. Meins, meins, meins. Ach du Witzel. Hui! Ah, Alter. Fuck, schade. Was ist das für eine Torexplosion? Sag ich einfach mal Puh. Schön. Lol. Ja, nice. Der Modus ist doch gar nicht mal so scheiße, um so Aerials zu trainieren. Boah, ich lerne, ich habe einfach mal 94 Punkte. Ja, hast du ein bisschen Zeit, du schaffst doch die 100, ich glaube an dich. Ich glaube nicht. Doch, doch. Safecon. Nee, nee. 96? Ah, belasten, würde ich jetzt sagen. Ich wollte eigentlich aufhören mit diesen gehässigen Kommentaren. Ja, ich nehme dann einfach irgendwann nicht mehr mit dir auf. Ne? Ja, ist okay. Nee, dann hättest du ja dein Ziel erreicht. Verdammt. Verdammt, er hat mich durchschaut. Er hat meinen Plan durchschaut. God damn it. Er hat auf jeden Fall was, der Modus. Ich finde echt cool. Wie fliegt der denn? Oh Gott. Man denkt, der kommt genau auf einen zu und dann doch nicht. Nein! Amigo! Ich bin verschätzt. Ja. Sehr schön. Stark, ganz stark. Oh, sorry. Nein, geht nicht. Ich schätze es teilweise noch so falsch ein, wie dieser Ball fliegt. Ja. Ah, 7-2. Cool. Ja, ist auf jeden Fall ein geiler Modus. Denken wir, dass wir noch ein bisschen was spielen. Nächste Folge seht ihr dann auf dem Kanal von der Steckdose. Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao, wow, 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 wow. Ciao, wow, wow, wow.